Zwei Teufelkirschen, eine Brennnessel. Okay. Inventar. Teufelkirsche, Brennnessel. Und wie war das mit bereite Wein? Zwei Handvoll Teufelkirschen. Nesseln vor. Soll ich Nesseln kochen lassen? Okay. Ein. Ein. Brennnesseln. So. Taubkirsche. Also. Taubkirsche. Mörser. Zerstoßen. Oh, das weiß ich noch. Zweimal, okay. Weiß nicht. Mein Deal. Vorbereitet. So, Sanduhr. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, die Sanduhr dabei umzudrehen, aber. So, dann nehme ich den Tiegel und kipp den da rein. Dann war das noch. Dann noch einmal kochen. Dann nehmen wir eine Fiole. Und das war's dann. Stell den Trank fertig. Das ist so ein riesen Pott und kriegst nur einen Trank raus. Gut. Das war der Plan. Müssen wir versuchen, irgendwie noch genug aufs Pferd zu verschieben. Um wieder laufen zu können. Oh, das klappt. Jetzt die Frage. Ich glaube, ich gehe zum Müller. Ich gehe zum Müller. Gesundheit ist 100%. Das heißt, ich würde kämpfen können für den Fall der Fälle. Allerdings würde ich tatsächlich erst nochmal trainieren. Gerne. So grundsätzlich. Okay, kein Überfall, das ist doch mal wunderbar. Das ist klar, Müller, wir haben zu reden. Ich
habe ich, glaube ich, einen Bogen rübergegeben, den ich nicht rübergeben wollte, aber... Ah, jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Jetzt gebe ich alles rüber, was ich... Ah, ich sollte vielleicht nur die gestohlenen Sachen rübergeben. Die als gestohlen markierten. Das wäre... wahrscheinlich sinnvoller. So, verlorene Zahlen. Ach, ja. Ich weiß nicht, was können wir... Verdauungs... Auf jeden Fall die 5 kommen rüber. Aber das kann ich alles noch rüberbringen. Das brauche ich noch. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt die... Ja, ist ja eigentlich wurscht. Okay. Gut, dann Müller, oh Müller. Wie viel Kohle hast du diesmal? Sonst nicht, was die hochwohlen Herren tun. Aber dieser Schlamassel ist schlecht fürs Geschäft. Zwei Brüder, da sollten die Sache unter sich klären, ohne uns mit reinzureiten. Mir ist es Schnurzpiep egal, wer König ist. Aber dieser ungarische Eindringling geht zu weit. Mhm. Das wäre alles. Ich habe. Okay. So. So, wollen wir mal gucken, ha? Fackeln. 11 Stück, Knüppel. 3 Stück. Den wollte ich behalten. War nur noch eins als gestohlen markiert? Das ist so lächerlich. Da hat er 1,4. Puh. Muss ich auch noch gucken, dass ich den nicht überlaste hier. Was wahrscheinlich mit den Klamotten schon der Fall sein wird, weil Klamotten teuer sind. Da haben wir es schon. Müssen wir mal gucken. 1,480 müsste dann ungefähr weg. Ah, komm her, machen wir das nach Gewicht. Ja, die und die weg. Dann feile ich immer noch mal. Komisch, dass er nur 1,4 hatte. Der hatte doch mal mehr. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Goddammit. Mieser Drecksack. So wenig, was er mir abgekauft hat. Und jetzt darf ich wieder umladen. Ich meine, immerhin hat er mir das meiste von dem Zeug abgenommen. Aber. Naja. Wir sind immer noch tendenziell leicht zu schwer. Na? Unbedingt nochmal zum zum anderen reiten. Ach, komm her, falsch. Fünfmals. Weg. Ah, nur noch 10. Wunderbar.
Der Kohl. So. Aufsetzen. Mehr brauche ich. So, Herr Müller. Dann reiten wir einmal zu dir und hoffen, dass du diesmal mehr Kohle hast als unser anderer, der nur 1,4 hat. Da muss ich mal gucken, dass ich ihm auch hauptsächlich jetzt gestohlene Gegenstände verkaufe. Die Kelche und sowas. Die Bücher. Weil den ganzen Rest kann ich also woanders verkaufen. Gehe ich in die Stadt, da finde ich genug spezialisierte Händler. Ja, sollte das schon klappen. Der Kräuterhändler wird sich vor allem freuen. 400 Brennnesseln. Das ist total übertrieben. Sache ist, eigentlich wollte ich jetzt nochmal was gucken. Hoppla. Und Aktualisierung. 2 Stunden. Ja. Müller, wo bist du? Ich will an dein Geld. Du bist nur Müllermarkt. Brauche ich nicht. Ich brauche den Chef von der Veranstaltung hier. Guck mal, er sitzt immer noch da. Mal hier eine Schatzkarte, die habe ich auch noch nicht, glaube ich. Ach, jetzt habe ich ja gar nicht meinen. So, Pferd. Mal sehen. Gehen wir erstmal auf die gestohlenen Sachen. Erstmal die gestohlenen Bücher und so. Das ist. Sollte erstmal genug sein, auch eine Menge einbringen. Gut. Das sollte ich jetzt ihm alles verkaufen können. Ich habe hier Dinge. Ah, nur 1000. Nee, so. Sonstiges. Hä? Also, ist ja verkauft, oder ist das ja nicht automatisch Maximum? 1000. Dammit! Gott, so. Und dabei habe ich ihm schon, dabei will ich ihm schon. Okay. Lass uns über den Preis. Verdammt, warum hat er nicht so viel Kohle? Das nervt. Okay. Dann, da war ja doch der nächste Müller war ja auch noch da, ne? Wo war denn der Müller, wo ich noch. Wir hatten doch noch einen Müller, der uns was abgekauft hat. Ich weiß aber nicht mehr, welcher es war. Ja. Wir wollen nach Thalberg.
Okay. So, was wir noch machen können, ist, wir können. Nee, wo war? Wo hatte ich geschlafen? Ah, das war ja die Fahrt. Oh, shoot. Ach, jetzt immer, da war ich natürlich jetzt auf der falschen. Der falschen Pferde. Da war der falsche Müller. Beim anderen hätte ich noch Sachen ablegen können. Einfacher Wanderer. Achso, ich sollte vielleicht markieren, wo ich hin will. Hoppla. Ja, ich muss aber erst nochmal Bach aufwärts. Das ist ein Hase. Aber ich habe im Moment nicht genug Platz, um Hasenfleisch mitzunehmen. Ein Hasenpelz. Wobei ich Hasenpelz bräuchte. Naja. Muss auch nochmal rausfinden, wo das mit dem Neuhof. Neuhof, neue Stadt. Okay. Oh, jetzt können wir gleich nach links. Irgendwo hier, genau. Können da mal gucken. Alchemietisch. Oh ja. Okay, okay, okay. Da kann ich bestimmt Brennnessel verkaufen. Mal ja. Gleich darüber. Mache ich das so selber einsammeln. Minze einsammeln. War das nicht auch noch was? Tollkirsche! Wow, die. Ja, die brauche ich. Ganz wichtig. Dann mache ich mir jetzt ein paar von den Rattenschnäpsen. Oh, da war die, ist die Besitzer vollkommen übersehen. Das ist aber gut. Das ist aber sehr gut. Inventar. Pferd. Brennnesseln. Nehme ich mal, keine Ahnung. Kann ja eigentlich alles nehmen. Ich will ja eher. Verkaufen. Ganzen Kram. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Wermut. Ja. So. Wermut. Könnte ich auch mal. Wermutgeist. Ich glaube, für einen Wermutgeist bekomme ich mehr. Okay. Wermut 2, ein Salbei. Mal sehen, wie viel wir haben. Wermut haben wir 3. Salbei. Alkohol. Zwei Handvoll Wermut, einer. Salbei in Kessel und lass ihn für einen Sanduhr kommen. Also Alkohol und dann den Salbei. Alkohol. Dann den. Eine Handvoll Salbei. In den Kessel. Und dann für
für eine Sanduhr laufen lassen. Okay. Dann was ist das? Kleiner den Wermut. Okay. Das war ja zweimal Wermut. Den Mörser. Kleiner. In den Kessel. Jetzt war die Frage, wie viel brauche ich denn noch? Für zwei. Zweimal Sanduhr kochen. Obwohl, ich glaube, ich muss erstmal. Oh, hey. Ja, ich bin die Woche über war ich mit dem Husten beschäftigt. Da war ich ein bisschen unfit, sagen wir es mal so. Und ja. Auch mal eine Fiole. Was war das? Destillieren. Schnaps. Achso. So, hergestellt. Der Mondgeist. Lesen. Nein, es war ja nicht so schlimm. Das vorbereiten. Was? Wein war das, ne? Nee. Keine Mengnergrippe, es ist einfach nur, abends hat's angefangen, da hatte ich einen extremen Hustenreiz und das war sehr anstrengend. Und, ist ja wieder dasselbe gewesen, ja? Essen für zwei Sanduhren. Okay. Das war irgendwie doof. Ich hatte nicht unbedingt Lust und Kraft dazu, nochmal nebenbei zu streamen. Das war ein bisschen. Naja. Naja. Aber muss ja weitergehen, irgendwann. Und im Moment bin ich relativ fit, von daher. Jetzt brauche ich zwei Tollkirschen. Nein. Tiegel. Mörser. Mist. Okay. Tollkirschen. Mörser. Zerkleinern. Das war dann beifügen und einen Sand kochen lassen. Nur um sicher zu gehen. Ah, Sanduhr. Und kochen lassen. Dann Fiole. Warten, bis aufgehört hat zu kochen. Und fertig. Vielleicht haben wir jetzt schon die Spezialisierung, die wir brauchen. Wage ich aber zu bezweifeln. Übung macht den Meister. Nein, was ist das überhaupt?
Schon der Blödsinn. Das kombiniert mit Quacksalber ja schon mal ganz gut, aber da brauche ich Stufe 8. Das ist Stufe 10 und ich bin erst bei Stufe 5. So, gut. Dann nicht Wermutgeist, eins weiter, der Schnaps. Oh ne, wir müssen ja. Vorbereiten. So. Zwei Wein. Wein. Nur. Naja. Gut. Brennnesseln. Zweimal kochen. Brennnesseln. Dann. Die Uhr. Feuer. Auf die Sanduhr warten. Nochmal das Feuer. Dann brauche ich Tollkirschen. Komm hier rein. Nochmal Tollkirschen. Kleiner. Sehr spannend. Deswegen sind die automatischen Tränke dann am Ende ganz cool, würde ich mal behaupten. Rein. Dann nehmen wir noch einmal die Sanduhr. Dann das Feuer. Also einen Fehler darf man sich irgendwie erlauben beim Herstellen, bevor was schief geht. Ich würde erklären, dass ich dann den eine Mal mit dem, weiß nicht, doppelt kochen. Vorbereiten. Ein. Bin mal gespannt, wie viel es braucht. Jetzt waren wir ja knapp auf 5, meine ich, wäre das gewesen, ne? Wie viel Tränke wir brauchen, um aufzusteigen. Das war jetzt der erste nach dem Levelaufstieg. Schon anfangen mit den Tollkirschen, während das noch blubbert. Dann schön den Mörser. Zerkleinert. Ach, ja. So spannend. So spannend. Und dann kommt das in die Kessel. Mal wieder. Es könnte schon ein bisschen schneller gehen. Also. Einmal kochen. Zurücksetzen. Ob man das tatsächlich zurücksetzen könnte. Kommen wir für die Tollkirschen raus, setzen sie wieder zusammen und die Brennnesseln lassen wir das dreimal kochen, auch nochmal zurückgehen. Naja. Aber ich kann schon verstehen, warum man daraus sagt, man kann die drei machen. Oh, ich habe nicht mehr genug Tollkirschen. Okay. Dann wären wir damit fertig.